Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will die Quintessenz meiner Rede gleich vorwegnehmen. Sie schließt sich eigentlich an das, was die Kollegin Vogt gerade eben ausgeführt hat und auch was die Kollegin Spanier-Oppermann schon gesagt hat. Liebe Kollegin Pieper, Sie haben mir eben auch vorgetragen, die Piraten legen immer wieder Anträge vor in dem Bereich digitaler Bildung, Medien, Datenschutz. Das ist der Fall. Nur auch dieser Antrag zeigt, da stecken oft Probleme in den Anträgen, weil sie Dinge vermischen, weil sie nicht präzise sind und weil sie uns auf dem Weg eben nicht weiterbringen. Und das ist in der Tat ja auch noch mal sehr deutlich geworden bei der Anhörung, die wir hatten. Die war in der Tat sehr spannend. Die hat auch noch mal die Dinge aufgezeigt, da wo wir die Pfade genau so angelegt haben. Das ist eben auch schon genannt worden im Bereich des Medienpasses, im Bereich der Dateninfrastruktur, was wir für Aufgaben in den Schulen damit haben, natürlich auch in der Frage einer kritischen Medienbildung, die wir ja auch angelegt haben, zum Beispiel in dem erweiterten Auftrag der Verbraucherbildung. Da steckt das drin und da arbeiten wir ja gerade mit den Modellschulen auch, damit wir da zu einem Kerncurriculum kommen, was denn das dann auch mit betrachtet. Aber es ist auch sehr deutlich geworden und das hat ja auch der Vertreter des Landesinstitutes dann auch noch mal gesagt, hier ist eine Vermischung, man muss die Ebenen auseinanderhalten. Der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte ist nicht die Bildungsbeauftragte in der Schule. Was ist das die Aufgabe des Schulträgers? Was ist die Aufgabe innerhalb der Schulen? Das geht alles in diesem Antrag leider durcheinander und die vier Beschlusspunkte sind eine Überfrachtung auf eine Funktion, die einfach so nicht tragbar ist und die auch an der Realität vorbeigeht. Es ist das, was wir im Land jetzt geregelt haben, zufriedenstellend. Da kam eben keine Beschwernis, dass das kein ausreichendes System ist, aber dass wir uns natürlich der Fragen der kritischen Medienbildung weiter widmen müssen. Jetzt stehen die Schulträger vor der Aufgabe und der Herausforderung in der Frage der Infrastruktur, zum Beispiel WLAN-Netze bereitzustellen in den Schulen, dann auch dort Datensicherheit zu garantieren. Das ist aber auch nicht die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, liebe Kollegin Pieper. Das sind wieder ganz andere Zuständigkeiten. Wir brauchen ein gesamtes Konzept, der hat der Datenschutzbeauftragte für die internen Belange der Schule seine Rolle, aber das, was hier zusammengepackt worden ist, eine Vermischung der Ebenen und auch eine Vermischung der Aufgaben. Und deswegen können wir dem leider auch nicht zustimmen. Was überhaupt nicht thematisiert worden ist, ich habe das dann auch schon in der Aussprache gesagt und in der Anhörung, ist eine ganz andere Frage und die finde ich, das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns auch widmen müssen, die Problematik zu lösen, Datenschutz der Schülerdaten auf der einen Seite und die Frage der Übergänge im System. Wie bekommen wir das hin? Die Informationen, die die Schulen brauchen, die notwendig sind, damit individuelle Förderpläne weitergeführt werden können, damit man nicht immer wieder neu aufsetzen muss, das datenschutzrechtlich sauber hinzukriegen. Da sagt uns dieser Antrag auch überhaupt nichts dazu, bringt uns nicht einen Schritt weiter. Aber das sind die Aufgaben und das sind die Fragen und Herausforderungen, die die Schulen am meisten im Augenblick beschäftigen. Und da müssen wir das hinkriegen, datenschutzrechtlich sauber zu sein und auf der anderen Seite eine kontinuierliche Förderung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Deswegen, ich schätze die Initiativen, ich schätze die Mühe, aber leider bringt uns das so nicht zielgerichtet weiter, sondern ist eine Vermischung verschiedener Dinge. Vielleicht kommen wir da mal zu anderen Ansätzen, einfach im Vorfeld darüber zu beraten. Und das wäre mein Hinweis und, glaube ich, auch sehr wünschenswert. Danke. Vielen Dank.